Schnibbel dir Schnapp und hallo Drio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt mit mir, dem Nefkara. Heute für mich mal eine ungewöhnliche Aufnahmezeit. Gerald? Ich nehme für mich heute relativ früh auf. Ich hatte gerade 2 Stunden Uni und bin gleich noch arbeiten und will heute Abend noch Übungsaufgaben machen, beziehungsweise nachher, also nacharbeiten. Und das geht nicht. Also das funktioniert nur, wenn ich schon aufgenommen habe. Und das tue ich jetzt. So, erstmal müssen wir hier die Ertrunkenen umbringen. Denn da werde ich gleich nochmal versuchen hinzukommen. Erstmal muss ich auch wieder auftauchen, bevor ich hier abkratze. So, nochmal runter dann. Gucken, was da hinten ist. Ist noch einen zweiten Ausgang. Und wenn wir hier die Hauptquest mal fertig haben, also nicht komplett fertig, aber diesen Teil hier, wo wir dann uns wieder selbst entscheiden können, was wir machen, wenn wir das tun. Die Frage dürfte ungemein sein, wo bin ich hier? Hier geht es leider nicht weiter. Außer... Nee. Hätte ja sein können. Dem ist aber leider nicht so. Oh, da ist trotzdem eine Tour. Sehe gerade. Habe ich eben übersehen. Da ich schwimme genau drauf zu. Da unten ist sie. Ja, ja, du mich auch, da ist die Truhe. Oh, wir müssen hier wieder rausschwimmen. Da sind wir auch schon wieder raus. Also an der Oberfläche und raus aus dem Wasser sind wir jetzt auch. Alles wieder okay. Warum? The fuck? Bisschen Röstaroma dazu. Ich hoffe, dir gefällt die magische Falle, die ich habe. Die entzieht dir inzwischen HP. Knappen, So, ein Bier ist noch getötet, beziehungsweise ein Unhold gekillt. Ist aber kleinstes Problem eigentlich für uns. Sollte es zumindest sein. So. Ich habe mir schon Sorgen gemacht.
Komm, holen wir den Schlüssel. Irgendwas ist los. Irgendwer kommt. Sie sind zurück. Was wollt ihr? Ich hab die Münze, die du in den See geworfen hast. Sie riecht vermodert. Da kann ich nichts machen. Also, hältst du Wort? Das tue ich immer, mein Junge. Zeig die Münze dem Torwächter. Er weiß, was das bedeutet. Marika, mach dir das Tor auf. Geht jetzt! Das ging glatt. Du musstest ja nicht in dieser Höhle rumtauchen. Hör auf zu jammern. Du bist ein Hexer. Du hast schon in trüberen Gewässern getaucht. Ja, ich muss dir mal von dieser Zeugeljagd erzählen. Wenn sie doch nur dieses Jahr zu uns runterkommen. Ach, Marika hinterher, Jens, verstehe ich. Den habe ich schon mal gesehen. Ich bin auch Geralt von Riva. Mein Mantel lässt sich leicht erkennen. Ist sich schon häufiger hier lang. Also, keine Ahnung. Ich finde den Mantel geil vom Aussehen her. Ich guck noch mal ganz kurz. Der war doch mittlere Rüstung, oder nicht? Mittlere Rüstung. Na, ich doch. Genau wie die Greifenschulen-Ausrüstung. Ach, ich habe gerade nicht aufgepasst. Go, go, Marika Ranger. Ja, Katzenschulen-Z will ich ja hier in der Aufnahme wahrscheinlich dann noch sammeln. Siri, jetzt sind wir drin. Mein Freund im Stehen. Wie heißt du, Mädchen? Und du? Dein Name spielt keine Rolle. Auf dem Gipfel verlierst du ihn und bekommst einen neuen. Du kannst gehen. Und du? Ich habe die Prüfung bestanden. Hier ist der Beweis. Erkennst du das? Der Orden der Verächterin. Ein Todesurteil. Boah, du gehst mir schon gehörig auf den Sack. Das ist nicht schlecht vom Schaden her. Jetzt bin ich dran. Ziemlich harter Kerl. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich suche Imlarith, du die Mumen. Avalach sagte, sie leben unter der Eiche, zwischen den Wurzeln. Auf keinen Fall. Ich suche Imlarith. Na gut, spielen wir drum. Schnick, schnack, schnuck. Verdammt, wir spielen nochmal. Auf gar keinen Fall. Ich steig auf den Gipfel. Du beschäftigst die Mumen. Kaum eine Herausforderung. Sie sind sehr gefährlich. Sei vorsichtig. Du auch. Ich muss da runter. War klar, dass wir uns aufteilen und wir jetzt mit Siri die Mumen suchen.
keine Hexer sind, die sie benutzen kann. Ach Mist. Ich muss wohl springen. Ah. Alter, war überhaupt nicht tief oder so. Siri ohne Hexersinn ist natürlich schon sehr interessant. Dafür ganz supi. So, endlich habe ich meine Nachricht bekommen. Sehr schön. Weiter geht's. Ah, nachher noch Informatik üben. Ich freue mich total. Willkommen, Kind vom älteren Blut. Wir wussten, du würdest zurückkehren. Dein Geschmack liegt noch auf unseren Zungen. Genug geschwätzt. Ja, ich habe mir gedacht, dass das nicht leicht wird. Und zack. So. Das würde ich nicht sehen, so. Ich würde sagen, ihr sterbt heute Nacht. Ihr wollt noch mal ein bisschen Action haben. Ihr könnt ja beide so coole Fähigkeiten benutzen. Du wirst sterben. Hier und jetzt. Okay, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Die sind ja auch nicht so schwächlich. Du bist die Letzte.
Nicht schlecht, aber ich bin auch nochmal dran. Kennst du den? Shit. Und jetzt bist du fällig. Ist aber ein Schwein. Bereit? Tschüss. Ja, du bist so ein Glückspilzvieh, ne? Geht alles nur mit. Jetzt bist du fällig. Imlarit ist bestimmt auf dem Gipfel. Eine der Mumen ist weg. Und Imlarit erwartet jetzt der Kampf gegen mich. Der Ort der Macht wird gut tun. Nee, ohne Witz, Imlarit muss hier gegen mich kämpfen. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Wir haben einen Fähigkeitspunkt erhalten und den werden wir natürlich direkt ummünzen. Natürlich ein Zeichen. Ich will noch ein bisschen experimentieren. Art benutzen wir gar nicht. Erhöht die Chance der Brennung zu bewirken auf 20%. Was benutzen wir sonst noch so? Die Intensität für uns 5%. Was habe ich hier auf der? Ist das zurückbewirkten Schaden und Niederschlag, wenn er zerbricht? Ist auch nicht so schlecht. Hier Sonne und Sterne. Vitalität tagsüber regenerieren. Das brauchen wir eigentlich nicht. Da können wir noch die Intensität hier leveln. Das machen wir mal auf Stufe 5. Also wenn das Stufe 5 wird, dann wird die Vitalitätsregeneration von uns einfach rausgenommen, denke ich. Bin ich blind? Ach, man kann hier hoch. Aber da unten wartet ein Viech. Apropos Viecher, ich will nochmal... hier werde ich nichts finden. Was ist das eigentlich? Erhöht die maximale Vitalität. Das ist natürlich auch ziemlich geil. Das könnten wir auch benutzen. Immunität gegen Gifte und neutralisiert Gifte bereits in der Blutbahn. Das ist auch ziemlich fett. Zungüter. Schwarzes Blut. Das Blut von Vampiren und den Kopfhörnchen zu, wenn sie den Hexer verwunden. Das ist natürlich auch geil. Ist das noch? Beschleunigt die Regeneration der Ausdauer. Ja, verbesserte Reflexreaktionszeit, verlängerte Ausdauer, verbesserter Schneesturm. Donner. Donner haben wir doch auch schon in der besseren Form. Komm. Na egal. Wir werden mal uns das draufschlagen, wenn das denn richtig ist. Ist das denn? Ah, nicht so wichtig.
Verbesserter Absolut der Weißen stellt einen großen Teil der Identität sofort wieder her. Das ist ziemlich geil. Und hier. Wir können ja jetzt 4 Tränke benutzen. So können wir wechseln. Ich muss noch mal kurz gucken, was was macht. Ganz schnell. Goldener Fiol stellt doch direkt die HP wieder her, ne? Gewährt Immunität und neutralisiert Gifte. Das vielleicht raus. Gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Eher die unteren Tränke sind wichtiger. Das hier stellt direkt wieder unsere AP wieder her. Die Schwestern sagten, du würdest kommen. Sie haben es auf dem Wasser gesehen. Das Mädchen haben sie nicht gesehen. Aber sie ist mit dir gekommen, oder nicht? Ich bin alleine hier. Eine Lüge, die nichts ändern wird. Erst du, dann sie. Ich bin mal gespannt, was du kannst. Gefällt dir Feuer? Nicht so gut, hm? Snake. Also bist nicht schlecht, gebe ich schon zu. Bin ich umsonst Hexer, einer der besten sogar. Muss da ein deutliches Stück früher aufpassen. Außerdem kommt gleich eine ziemlich lustige Fähigkeit. Kennst du den? Wird der nette Herr etwa böse auf mich? Bin beeindruckt. Ist jetzt nicht so, als wäre ich es nicht. Ah!
Wer hat dir beigebracht, so zu kämpfen? Der Hexer, den du erschlagen hast. Wir haben's geschafft. Gerade so. Wie lief's da unten? Ich habe nur zwei Dämonen getötet. Die dritte ist geflohen. Mit Wesemirs Medaillon. Meinem einzigen Erinnerungsstück. Hierher zu kommen war eine gute Idee. Ich wusste, dass wir es schaffen. Von Anfang an. Jetzt müssen wir noch Eredin finden und töten. Ein Urin für deine Gedanken. Was soll ich nur Yennefer sagen, wenn wir wieder in Novigrad sind? Sag ihr die Wahrheit. Immer. Ob Triss und Yennefer die Zauberinnen der Loge gefunden haben? Wir sollten wieder zu ihnen stoßen. Nicht so schnell. Ich bin alt. Ich muss mich erst ausruhen. Das bist du und das sollst du. Lass uns noch etwas bleiben. Tja, und ein weiteres Mal Level Up. Sprich mit Ciri, wenn du zum Aufbruch nach Novigrad bereit bist. Genau das war der Plan. Wir können ja hier jetzt per Schnellreise. Ein Sturm, verdammt. Läuft Ciri uns jetzt die ganze Zeit hinterher? Das wäre natürlich auch ziemlich interessant. Das testen wir am besten mal mit dem richtigen Speichern. Moment. Testen wir ganz kurz mit dem richtigen Speicher, man weiß ja nie. Ich glaube, wir kommen gerade hier so oder so nicht weg, ob Ciri uns die ganze Zeit verfolgt oder nicht. Ich kenne gerade auch keinen Punkt, wo wir da abhauen könnten. Hier oben habe ich ihn halt gekillt, ne? Das war halt das letzte Mal, dass wir ihn dann da gekämpft haben. War schon stark. Ist nicht so, als hätte ich mich nicht vollpumpen müssen mit Giften, um diesen Kampf zu bestehen. Also. Und verflixt. Wir müssen wahrscheinlich doch. Ich guck mal. Mal wieder runterkommen. Magie. Ein Ort der Macht. Ja, aber ist okay erstmal. Das Kennzeichen, dass das so stark war, hat natürlich alles umso besser gemacht. Die Götter mögen uns beschützen. Wir hätten nicht hier kommen sollen. Wir werden die Herrinnen erzürnen und sie werden uns hart bestrafen. Die Eiche ist tot. Die Eiche, die Mumen. Ich fürchte, das war euer letztes Fest. Und unsere Eichel? Ich habe eine.
Nehmt sie. Nur eine? Was machen wir denn jetzt? Dies ist kein Niemandsland mehr. Es gehört nicht mehr den Herrinnen. Es gehört euch. Aber was sollen wir jetzt machen? Komm, Geralt. Es ist Zeit. Lebt für euch selbst. Das sind Anderlinge. Ich dachte, die Jäger und die Tempelwache wären hinter Magiern her. Die Magier sind weg. Die Jäger brauchten neue Beute. Hass und Vorurteile werden niemals verschwinden. Und bei Hexenjagden wird es niemals um Hexen gehen. Es geht nur darum, einen Sündenbock zu finden. Die Menschen haben schon immer das Unbekannte gefürchtet. Als alle Magier aus Novigrad verschwunden waren, richteten die Leute ihren Zorn gegen Anderlinge. Und wie sie es seit Jahrhunderten tun, erklärten sie ihre Nachbarn zu ihren ärgsten Feinden. Rittersporn, füll die Krüge! Wir haben Gäste! Geralt, Ciri. Als ich hörte, dass Geralt dich gefunden hat... Ich freue mich auch, dass du sicher bist, Rittersporn. Wo seid ihr beide gewesen? Wir haben die Mumen von Velen und den General der wilden Jagd zur Strecke gebracht. Nun, ihr hattet einen ziemlich ereignisreichen Morgen. Ihr seht wirklich schrecklich aus. Ihr solltet euch ausruhen. Gute Idee. Zeigst du mir mein Zimmer? Natürlich. Komm, kleine Schwalbe. Ich bring dich hin. Wir treffen uns später, Geralt. Ich muss noch was erledigen. Ich mache mich frisch und warte am Platz in Gildorf auf dich. Gut. Außer uns noch jemand hier? Triss und Jen sollten die übrigen Mitglieder der Loge der Zauberinnen zusammenrufen. Sie arbeiten daran. Triss ist oben und wartet auf dich. Yennefer ist bei der Krüppelkarte. Jen? In der Spelunke? Warum? Sie hat es mir nicht gesagt. Stell dir vor. Ah, und dein Elf ist in der Rubin Suite. Ich soll dir sagen, dass er auf dich wartet. Du hast ihm das beste Zimmer gegeben? Er hat nicht wirklich gefragt. Ich hatte ein anderes Zimmer für ihn vorbereitet, aber er ist reingestürmt und hat sich im Rubinzimmer eingesperrt. Seitdem ist er nicht mehr rausgekommen. Isst kaum, trinkt nur Wasser und er hat gesagt, benachrichtige mich, wenn Windblade und Cyrael da sind. Danke. Sieht so aus, als hätte ich einiges zu erledigen.